Heute ist der 1. Dezember und das bedeutet noch 24 Tage bis Weihnachten. Und ich habe für die nächsten 24 Tage was richtig Geiles vor. Nämlich habe ich ja in einem meiner letzten Videos über meinen Traum geredet. Und da habe ich auch erzählt, dass ich den Kanal und das Geld, was ich durch den YouTube-Kanal verdiene, nur für Gutes verwenden möchte. Ich möchte mit meinem YouTube-Kanal nur Gutes machen. Ich habe jetzt noch kein Geld mit dem Kanal verdient, aber mit meinem TikTok-Kanal. Und jetzt kommt mein Plan. Mein Plan ist es, für die nächsten 24 Tage jeden Tag irgendwas Gutes zu machen. Bedeutet, Schokolade zu verkaufen. Ich meine, Schokolade zu verschenken, Decken zu verschenken, Plätzchen backen, alles Mögliche. Und dafür nehme ich 1000 Euro von meinem Konto und steck sie in gute Sachen rein. Und jetzt brauche ich dich. Schreib jetzt in die Kommentare, was Gutes ich jetzt machen soll, um die 1000 Euro auszugeben. Es kann mini klein sein. Das Durchschnitt. Oder riesig. Zum Beispiel schenke ich dann jemanden irgendwie ein Auto. Imagine, ich kriege einfach für 200 Euro so ein Auto. Das wäre so heftig. Das ist jetzt mein Plan. Also schreib jetzt was in die Kommentare und dann fange ich ab morgen an. Was ist denn jetzt dran? Bauhaus? Denn wir brauchen Tisch für unser Office und noch schon ein paar andere Sachen. Und die besorgen wir jetzt bei Bauhaus. Ich nehme ein Ei. Und die hakt sich noch. Die Frage beantworte ich jetzt nicht. Ich will noch schön schälen. Ich hab das Ei geschält. Sehr gutes Ei. Yummy. Basti, ich such gerade nach so Kleben statt Bohren. Ja. Ja, kommen Sie mal mit. Ich kam nicht wirklich hinterher. Ach so, der Name ist Kleben statt Bohren. Macher Sidney hat jetzt Aufbewahrungsboxen gefunden. Und baby, sehen die gut aus. Da kann man richtig gut seine Sachen aufbewahren. Zum Beispiel. Das stört ja voll. Bum, 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 bum. Deckel drauf. Wo ist das ganze Zeug? Mit Bauhaus sind wir fertig. Jetzt geht's zum Ikea. Hier kaufen wir nämlich einen Tisch. Was für einen Tisch, Basti? Einen Schreibtisch. Boah. Nämlich bauen wir jetzt unser Studio um. Ich hab schon Bock auf so einen vegetarischen Hotdog. Oh, baby. Und das Geilste bei Ikea ist das Belegen. Ich hau da immer alles drauf. Mein Hotdog ist babasaftig voll. Und jetzt wird er reingebissen. Geil. Wir haben die Schreibtische entdeckt. Was mit dem hier? Wer weiß hier? Den findest du cool? Nee, der ist zu klein. Wir nehmen jetzt zwei Schreibtische. Einmal den und den. Den kann man schön hochfahren. Ankurbeln. Oh, baby. Das haben wir alles. Das muss da rein. Ich hoffe einfach, der Schreibtisch ist zu breit. Das wird passen. Ich muss nur mit dem Fahrersitz ein bisschen nach vorne gehen. Passt perfekt. Sind denn eben so jetzt nach Fahrrädern? Auf ganz spontan. Nämlich vor allem die Fahrräder haben, um sportlich aktiv zu sein. Das sind Kinderbikes. Also ich suche gerade für 100 Euro. Entschuldigung, wir suchen Fahrräder. Ja. Ich würde aber, sage ich ganz ehrlich, zwischen 100 und 200 Euro. Habe ich gar nicht. Absolut gar nichts. Das allergünstigste Rad fängt bei knapp 400 an. Ich bin jetzt zu Hause, ist gerade 3.40 Uhr und ich mache jetzt einen Adventskalender für Melly. Let's go! Für dich wird jetzt leider einfach alles verpixelt sein. Denn Melly darf natürlich auch nicht sehen, was in ihrem Adventskalender ist. Wäre scheiße. Benjamin Blümchen, deine Welt ist. Fun Fact: Es ist 5.34 Uhr. Ob ich müde bin? Niemals. Benjamin Blümchen. Ich fange hier auch by the way andere Sachen ab. Auf Piratenschatzkarte angelehnt. Oh, Baby. Sieht das gut aus? Es ist jetzt 6.22 Uhr und ich bin fertig. Gute Nacht.